Wir fragen heute nach der Aktualität des großen Schweizer Theologen Karl Barth. Freiheit des souveränen Gottes und Freiheit des verantwortlichen Menschen. Daran scheiden sich die Geister. Karl Barth wurde 1886 geboren und verstarb 1968. Einige seiner Lebensstationen werden wir in diesem Referat abschreiten. Vorher aber kurz zum Begriff der Aktualität eines Theologen. Es gibt Figuren in der Theologiegeschichte, da fragen wir nicht, ob und inwiefern sie noch aktuell sind. Augustin zum Beispiel, Thomas von Aquin, Martin Luther oder Friedrich Schleiermacher. Diese Theologen sind von solch epochaler Bedeutung, dass jederzeit klar sein muss, diese Männer, bisher gibt es leider nur Männer von diesem Format, diese Männer haben jeder Gegenwart wieder Entscheidendes zu sagen. Die Frage, ob sie uns modernen Menschen etwas zu sagen haben, wirkt angesichts ihrer Entdeckungen irgendwie flach. In diese Kategorie gehört auch Karl Barth. Er hat unbestritten Kirchen- und Theologie geschichtliche Bedeutung, wird auch gelegentlich als Kirchenvater des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Auch bei ihm ist die Frage nach seiner Aktualität nicht ganz angemessen. Denn der Reichtum und die Tiefe seines theologischen Werks verbieten es, allzu kurzschlüssig danach zu fragen, ob er auf die Fragen, die wir gerade als die zentralen und dringlichen empfinden, Antworten geben kann. Die Aktualität von großen Denken besteht ja nicht selten darin, dass sie uns auf Fragen aufmerksam machen, die wir selbst noch nicht gesehen haben. Das hat damit zu tun, dass sie Größeres und Fundamentaleres gedacht haben, als wir vielleicht heute ermessen können. Dass Karl Barth diese Art Aktualität hat, zeigt sich daran, dass er seit 100 Jahren immer wieder neu entdeckt wird. Und das zunehmend weltweit. In Südafrika, um nur dieses Beispiel zu nennen, hat Karl Barths Werk zum Beispiel im Kampf gegen die Apartheid eine wichtige Rolle gespielt. Ich hoffe, es gelingt mir, in den nächsten Minuten etwas von dieser Aktualität Barths sichtbar zu machen. Karl Barths Vater Fritz Barth war ebenfalls Theologe. Er wirkte als Professor für Neues Testament an der Theologischen Fakultät in Bern. Es überrascht deshalb nicht, dass auch zwei seiner Söhne Theologie studierten und Pfarrer wurden. Nach Studien in Bern, Berlin, Tübingen und Marburg amtete der junge Barth von 1909 bis 11 in der deutschsprachigen reformierten Gemeinde in Genf. Danach wurde er als Pfarrer in der aargauischen Industriegemeinde Saffenwil eingesetzt. Er engagierte sich dort stark für die Arbeiterschaft und galt den einen als roter Pfarrer, den anderen als Genossepfarrer. Schon hier wurde Barth klar, Theologie und kirchliche Praxis haben immer eine deutlich gesellschaftliche und politische Dimension. Diese Einsicht sollte sein gesamtes Theologenleben prägen. Weit folgenreicher für Barths Theologie war aber die tiefe Krise, die er in seiner Saffenwiler Verkündigung erlebte. Ein wichtiger Grund dafür war das Erlebnis des Ersten Weltkrieges. Hier musste er mit ansehen, wie sich alle seine verehrten theologischen Lehrer in Deutschland mit Haut und Haar hinter die Kriegspolitik Kaiser Wilhelms II. Stellten. Und für ihn war klar, das ist nicht nur eine politische Fehleinschätzung, das ist die Krise einer Kirche und einer Theologie, die Religion als geistliche Vollendung menschlicher Kultur versteht. Und nicht als etwas, was
menschlichen Projekten grundsätzlich einmal kritisch gegenübersteht. Damit war für Barth auch entschieden, was er an Bibelauslegung, an Dogmatik und Ethik, an Rüstzeug für Predigt, Unterricht und Seelsorge gelernt hatte, das war zutiefst morsch und taugte nicht mehr als Grundlage für verantwortliche Arbeit in der Kirche. Nun war diese kritische Erkenntnis das eine konstruktive Alternative das andere. Und diese Alternative stand Barth und seinen Weggenossen keineswegs schon zur Verfügung. Die Jahre während und nach dem Ersten Weltkrieg sind vielmehr eine große Suchbewegung nach neuen Grundlagen. Für Barth war irgendeinmal offensichtlich, er musste zurück zu den Quellen, zurück zur Bibel. Und für einen protestantischen Theologen hieß dies, wie schon für die Reformatoren oder für Augustin, zurück zu Paulus. Und so publizierte er 1919 sein erstes großes theologisches Werk, eine Auslegung des Römerbriefs. 1922 erschien eine zweite, komplett überarbeitete Fassung des Buches. Heute gilt der Römerbrief als eines der bedeutendsten theologischen Bücher des 20. Jahrhunderts. Es ist nicht möglich, den Gehalt dieser 600 Seiten, die beim Lesen wie ein überwältigendes Gebirge wirken, zusammenzufassen. Eines der wichtigsten Themen: Barth demontiert das, was praktisch allen damaligen Zeitgenossen wichtig und teuer war, die Religion. Die Religion, dieser Sinn fürs Ewige und Unendliche, der den Menschen wie nichts anderes vom Tier unterscheidet und wie nichts anderes zeigt, dass er für Höheres bestimmt ist, diese Religion ist nichts anderes als der Versuch des Menschen, Gott in die Hand zu bekommen. Die Religion, so schreibt der junge Theologe, ist, Zitat, immer schon fertig ohne Gott. Gott sollte immer gut genug sein zur Durchführung und Krönung dessen, was die Menschen von sich aus begannen. Oder anders ausgedrückt, wir haben Gott immer, aber wir haben ihn so, wie wir ihn haben wollen. Der Gott der Religion also ist ein Produkt des Menschen, biblisch gesprochen ein Götze. Hier haben wir ein erstes Thema Barths, hinter das wir nicht zurück können. Barth hat es denn auch bis ins hohe Alter nie aufgegeben. Die Kritik an der Religion ist im Gegenteil ein methodisches Prinzip seiner Theologie geworden. Dem religiösen Menschen ist grundsätzlich zu misstrauen, denn auch der religiöse Mensch ist sündiger Mensch. Und warum sollte er ausgerechnet in seiner Religion aufhören, sich das Leben ohne Gott zurechtlegen zu wollen? Kein Wunder spricht Karl Barth im Römerbrief ganz anders von Gott selbst. Muss er doch in einer Weise von Gott sprechen, in der die Domestizierung Gottes für menschliche Zwecke im Ansatz ausgeschlossen wird? Gott ist der ganz andere, lautet eine seiner berühmten Formeln. Oder Zitat, unbekannt ist und bleibt uns Gott, heimatlos sind und bleiben wir in der Welt, Sünder sind wir und Sünder bleiben wir. Oder kurz und schroff, Gott ist Gott. Wie kann man unter dieser Voraussetzung noch von Gott sprechen? Wie, wenn alle Rede von Gott unter dem Verdacht steht, ihn zu vereinnahmen? Möglich ist dies allein, weil der unbekannte Gott selbst sich entschieden hat, zu seinem Geschöpf, dem Menschen, zu sprechen, sich dem Menschen zu offenbaren. Und Theologie, so Barth von da an, kann nichts anderes sein
als ein Reden von Gott, das danach fragt, was Gott selbst über sich und von da aus über die Welt und den Menschen sagt. Theologie gibt es allein als Offenbarungstheologie. Wo aber ist sie zu finden, diese Offenbarung? Dies wird der Öffentlichkeit einige Jahre später in einer neuen geschichtlichen Krisensituation dramatisch vor Augen geführt. 1921 wird Karl Barth als Professor für reformierte Theologie an die Universität Göttingen berufen. Später wechselt er an die Theologische Fakultät Münster und ab 1930 nach Bonn. 1933 kommt in Deutschland Adolf Hitler an die Macht und der beginnt unverzüglich, das gesamte staatliche und gesellschaftliche Leben gemäß der nationalsozialistischen Ideologie gleichzuschalten. Das galt auch für die Kirchen. In der evangelischen Kirche formierten sich die deutschen Christen, in deren Bekenntnis es zum Beispiel hieß, wir bekennen uns zu einem bejahenden, artgemäßen Christusglauben, wie er deutschem Luthergeist und heldischer Frömmigkeit entspricht. Gegen diese Gleichschaltungsversuche formierte sich Widerstand und an dessen Spitze stand Karl Barth. Im Mai 1934 fand in der Gemarkerkirche in Wuppertal-Barmen die konstituierende Synode der bekennenden Kirche statt. Als Grundlagendokument nahm die Synode die Barmer theologische Erklärung an, die wesentlich von Barth verfasst war. Die erste Barmer These lautet: Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Jesus Christus, nicht irgendwelche geschichtlichen Ereignisse oder Gestalten, sind für die Kirche maßgebend. Hier haben wir Offenbarungstheologie konkret. Jesus Christus ist der Ort, wo Gott sich zu erkennen gegeben hat. An seinem Leben, Sterben und Auferstehen haben wir abzulesen, wer Gott ist. Offenbarungstheologie heißt für Barth deshalb immer christozentrische Theologie. 1935 wird Barth aus dem Universitätsdienst entlassen, weil er sich weigert, den bedingungslosen Eid auf den Führer zu leisten. Unmittelbar darauf erhält er einen Ruf als Professor für Theologie an die Universität Basel. Dort wird er bis zu seiner Pensionierung wirken. In den kommenden Jahrzehnten erarbeitet Karl Barth ein theologisches Werk, das an Umfang und an inhaltlicher Kraft und Originalität seinesgleichen sucht. Sein Hauptwerk, die kirchliche Dogmatik, umfasst am Ende 13 Bände und mehr als 9000 Seiten und gehört damit zu den größten dogmatischen Werken der Theologiegeschichte. Inhaltlich kann man sagen, dass die kirchliche Dogmatik eine riesige, facettenreiche Entfaltung der ersten Barmer These ist. Barth behandelt in einer faszinierenden Konsequenz jedes Kapitel der Dogmatik, die Gotteslehre, die Schöpfungslehre, die Lehre vom Menschen, von der Versöhnung oder von der Kirche, vom einen Grundsatz her, dass Gott sich in Jesus Christus über sich ausgesprochen hat. In dieser konsequenten Christozentrik besteht die große Originalität Karl Barths, in ihr auch seine Aktualität. Wir wollen an drei Beispielen zu verstehen versuchen, was an diesem theologischen Ansatz derart aufregend ist. Wir beginnen mit der Lehre von Gottes Erwählen. Dieses Lehrstück hat in der theologischen Tradition
eine lange Geschichte, die bis Augustin im 5. Jahrhundert zurückreicht. Bei allen Reformatoren, also Luther, Zwingli und Calvin, spielt sie eine tragende Rolle. Unter dem Namen Prädestinationslehre ist das Lehrstück aber auch in Misskredit geraten. Denn es besagt, dass Gott vor aller Ewigkeit vorausbestimmt hat, welche Menschen in die Gemeinschaft mit ihm eingehen werden und welche nicht. Einfach ausgedrückt, wer in den Himmel kommt und wer in die Hölle. Diese Aussage hat den Glauben an einen liebenden Gott von Anfang an belastet, was selbst die Vertreter der Prädestinationslehre gesehen haben. Sie waren aber der Auffassung, dass uns die Bibel hier keine andere Wahl lässt. Bei Karl Barth änderte sich in der Lehre von Gottes Erwählung so ziemlich alles. Das beginnt bei der Terminologie. Barth spricht von Gottes Gnadenwahl. Und er nennt sie die Summe des Evangeliums. Und warum ist sie dies, also die Zusammenfassung und die Kurzfassung der frohen Botschaft? Zitat: Die Erwählungslehre ist die Summe des Evangeliums, weil sie das Beste ist, was je gesagt und gehört werden kann, dass Gott den Menschen wählt und also auch für ihn, der in Freiheit Liebende ist. Der in Freiheit Liebende, der Gott in sich immer schon ist. Gott wählt diesen Menschen zu seinem Partner und er wählt ihn immer wieder, auch wenn dieser mit einer rätselhaften Penetranz dazu drängt, anderswo als in der Gemeinschaft mit seinem Schöpfer zu leben. Die Bibel ist sozusagen die Erzählung des unermüdlichen Wählens Gottes. Und weil sie dies auf den Punkt bringt, ist die Erwählungslehre die Summe des Evangeliums. Zitat: Ihre Funktion besteht in der grundlegenden Bezeugung der ewigen, freien und beständigen Gnade als des Anfanges aller Wege und Werke Gottes. Und woher weiß Barth all das? Er liest auch dies ab an der Geschichte Jesu Christi. Das Zeichen für die unerschütterliche, unüberwindbare Gnade Gottes ist das Kreuz Jesu. In diesem Kreuz des Gottessohnes geschieht es, dass Gott, Zitat, sich selbst für den sündigen Menschen und den sündigen Menschen für sich bestimmt, und also die Verwerfung des Menschen mit all ihren Folgen auf sich selbst nimmt und den Menschen erwählt zur Teilnahme an seiner Herrlichkeit. Es gibt keinen Menschen, der verloren gehen würde. Damit ist die Lehre von der Erwählung nicht mehr jene Lehre mit dem dunklen Hintergrund. Bei Barth spricht sie vom Licht und nur vom Licht. Sie sagt aus, dass die Zukunft und damit die Gegenwart des Menschen in jedem Fall eine gute Zukunft und Gegenwart ist, weil Gott keinen Menschen verloren gibt. Dieses Bekenntnis zu Gottes universaler Gnade ist Barth nicht selten zum Vorwurf gemacht worden. Man hat ihm vorgeworfen, dass er von Gottes Gnade zu groß denkt. Ich will diese Kritik nicht kommentieren. Wir gehen stattdessen zum nächsten Thema, der Lehre von der Freiheit. Die Freiheit des Menschen ist das Thema, das die Geschichte der Neuzeit im Innersten antreibt. Sie steht auch im Zentrum reformatorischer Theologie. Eine von Martin Luthers reformatorischen Grundschriften trägt bekanntlich den Titel von der Freiheit eines Christenmenschen. Während das reformatorische Verständnis von Freiheit diese immer mit der Gemeinschaft mit Gott zusammendachte, hatte das neuzeitliche Verständnis seit der Renaissance die Tendenz, die beiden als Gegensätze zu begreifen.
Karl Barth ist eine wichtige Stimme in dieser Kontroverse. Sein Zugang zur Freiheit ist, wie soll das anders sein, dezidiert theologisch. Die Freiheit des Menschen begreifen wir nur, Zitat, wenn wir zuerst nach dem fragen, der des Menschen Gott ist, nach dessen eigener Freiheit. Diese Freiheit Gottes wäre nun fatal missverstanden, sehe man sie als ungebundenes, freies Disponieren, als reine Willkür, als in den Worten Barths leere, nackte Souveränität. Der Gott, der sich in Jesus Christus zugänglich gemacht hat, ist kein einsamer und abstrakt freier Gott. Seine Freiheit ist Freiheit in Begegnung und Gemeinschaft. Sie ist Freiheit der Liebe. Und so will der freie Gott kein anderer sein als der Gott des Menschen. Gottes Freiheit ist grundsätzlich Freiheit in Gemeinschaft, nicht eine einsame Autonomie. Menschliche Freiheit ist von hier aus zu begreifen. Seine Freiheit hat der Mensch von Gott geschenkt. Gott will den Menschen als freies Wesen. Das aber bedeutet, dass dieser Mensch sich zutiefst missversteht, wenn er der Meinung ist, er müsse seine Freiheit gegen Gott erwerben. Der Mensch ist theologisch dann am freisten, wenn er in der Gemeinschaft mit Gott lebt. Der Mensch lebt seine Freiheit vor Gott. Sie ist die Freiheit des Geschöpfs, des Kindes, des Partners Gottes. Sie ist deshalb natürlich wiederum nicht eine abstrakte Willkürfreiheit. Frei zu sein kann nie heißen, alles tun zu können. Die von Gott geschenkte Freiheit ist also die Freiheit des Menschen, Zitat Barth, zum Guten und nur zum Guten. Der Mensch, der abseits von der Gemeinschaft mit Gott frei sein will, ist zutiefst unfrei. Noch in einem zweiten Sinne qualifiziert Gottes Freiheit die menschliche. Wie Gottes Freiheit, nämlich eine Freiheit in Beziehung, eben Freiheit der Liebe ist, so soll dies auch die Freiheit des Menschen sein. Der freieste Mensch war Jesus Christus und dieser war, Zitat, der Mensch für den Menschen, für den oder für die anderen Menschen, für den oder für die Mitmenschen. Und so gewinnen auch wir Menschen unsere Freiheit in der Begegnung, in der Gemeinschaft. Eine einsame Freiheit würde aufhören, Freiheit zu sein. Ein drittes Thema. Kirche und Theologie sind mindestens in Europa seit über 200 Jahren mit der zunehmenden Säkularisierung beschäftigt. Dass immer weniger Menschen ernsthaft religiös sind, ihr Leben also bestimmt sehen von einer transzendenten Instanz, lässt sich nicht leugnen, auch wenn immer mal wieder eine angebliche Wiederkehr der Religion ausgerufen wird. Auch wenn Karl Barth sich in seinem Werk auffällig wenig explizit mit der Säkularisierung befasst hat, implizit ist seine Theologie eine umfassende Auseinandersetzung mit der modernen Ablehnung Gottes. Diese Auseinandersetzung fällt allerdings einmal mehr überraschend aus. Barth behauptet nämlich, dass Theismus und Atheismus im gleichen Spital krank sind. Sowohl der Glaube an einen allmächtigen, alles bestimmenden Gott als auch die Ablehnung desselben gehen nämlich von einem Gott aus, den es so in der Bibel nicht gibt. Der Gott, der von den einen bejaht, von den anderen aber negiert wird, ist höchstes Wesen und höchste Macht. Er zeichnet sich aus durch, so Barth, Unweltlichkeit, Übernatürlichkeit, Jenseitigkeit. Solche Götter, schreibt Barth, sind Spiegelbilder des menschlichen Hochmutes.
Der Gott, der in Christus in die Welt kommt, thront dagegen nicht über den Dingen. Er lässt sich vorbehaltlos auf die Geschichte der Menschheit ein und stellt sich zuletzt vorbehaltlos an den Ort, der uns allen zukommen würde, den Tod in Gottverlassenheit. Barth schreibt, Gott ist nicht hochmütig, sondern gerade in seiner Majestät demütig. Hier eröffnet Barth für das Verständnis der modernen Säkularität eine Tiefendimension, die selbst von den Kirchen selten erkannt wird. Die Auseinandersetzung mit der breiten Ablehnung Gottes muss mit der Auseinandersetzung über das jeweilige Verständnis Gottes beginnen. Für die Kirchen wird das heißen, dass sie diesbezüglich zuerst sich selbst befragen. Ist der Gott, den sie verkünden, wirklich jener menschliche, mit den Menschen restlos solidarische Gott, wie er in Jesus sichtbar geworden ist? Oder doch eher eine frei disponierende, höhere Macht, die die menschliche Freiheit einschränkt und klein macht? Ein letztes noch. Barths Gelassenheit in Bezug auf die moderne Säkularität hat ihren Grund wieder in dem, was er im Leben, Sterben und Auferstehen Jesu Christi wahrzunehmen meint. Denn dort zeigt sich ein Gott, von dessen Barmherzigkeit, Solidarität und Nähe kein Mensch ausgenommen ist. Und so kann er Sätze schreiben wie diese. Es gibt zwar eine Gottlosigkeit des Menschen, es gibt aber laut des Wortes von der Versöhnung keine Menschenlosigkeit Gottes. Hier herrscht eine große Asymmetrie zwischen Gott und Mensch zugunsten des Menschen. Noch ein Satz. Es gibt zwar eine Fremdheit und Feindseligkeit des Menschen seinem Evangelium, es gibt aber keine Fremdheit und Feindseligkeit des Evangeliums dem Menschen gegenüber. Ich halte diese Einsichten Barths für höchst befreiend. Wenn es zutrifft, dass der auferstandene Christus universal gegenwärtig ist, dann ist die Kirche entlastet davon, Gott in einer zunehmend postchristlichen Welt gleichsam zu retten. Damit würde sie sich nicht nur hoffnungslos überlasten, sie würde auch Gott zu wenig zutrauen. Gleichzeitig erhält der Auftrag der Kirche, den Auferstandenen zu verkündigen, höchste Verbindlichkeit. Denn die Universalität Christi ruft danach, überall und allen als erfreuliche Frohbotschaft bekannt gemacht zu werden. Und vorher noch von der Kirche selbst als ihr innerster Antrieb, als ihre große Hoffnung, beherzigt und gelebt zu werden. Ich danke Ihnen.